Leipzig im Sommer 2019. Die Abschiebung eines Flüchtlings eskaliert. Hunderte Demonstranten werfen Flaschen und Steine. Die Polizei setzt Pfefferspray ein. 11 Beamte werden bei den Krawallen verletzt. Sachsens größte Stadt ist wirtschaftliche Boomtown und Kriminalitätshochburg zugleich. Inmitten der Extreme engagieren sich Bürger für sozial Schwache und Straßenkinder und kommen an ihre Grenzen. Du kannst nicht alle retten, das geht gar nicht. Wer im Brennpunkt Leipzig wohnt, erlebt die Gegensätze der Messestadt jeden Tag hautnah. Shisha-Bars haben wir genug. Und da kannst du auch zugucken, wie die weißen Tütchen verteilt werden. Eine Herausforderung für die Polizei, die am Hotspot-Hauptbahnhof rund um die Uhr im Einsatz ist. Hallo. Ich rede mit Ihnen. Na? In anständiger Form. Wie ist die Lage in Leipzig kurz vor der sächsischen Landtagswahl? In einer Stadt voller Widersprüche mit Freiräumen und Verbotszonen. Leipzig Hauptbahnhof, Durchgangsstation für 120.000 Reisende täglich. Der größte Kopfbahnhof Europas ist ein schwieriges Einsatzgebiet. Schichtbeginn für die Polizisten Juliane Koch und Merko Binner. Wir haben jetzt eine Information bekommen, dass hier in Kürze ein Zug einfährt, wo eine männliche Person wohl drin sein soll, wo es um eine Identitätsfeststellung geht. Der Mann sitzt in einer S-Bahn, die gleich am Hauptbahnhof einfahren wird. Der Tipp kam aus der Bevölkerung. Es geht um eine Person, die von einer Bürgerin gemeldet wurde. Eine Person, die wir schon seit mehreren Wochen suchen, die mehrere Straftaten begangen hat. Ein Zivilfahnder ist ebenfalls am Gleis. Er zeigt den Polizisten ein Phantombild, damit sie den Gesuchten leichter erkennen können. Also, woher weißt du, dass der jetzt kommt? Angerufen. Wir suchen den laut Wochenkonzept. Okay, gut. Er hat was Dunkles an und geht in Sonnenbrille auf. Der Mann wird auch wegen Gewalttaten gesucht. Die Polizeioberkommissarin weiß, dass sie eine Flucht verhindern muss. Sonst war die wochenlange Vorarbeit der Kollegen vom Ermittlungsdienst umsonst. Der Zug rollt ein. Die Beamten können das Überraschungsmoment nutzen, denn der Gesuchte weiß nicht, dass drei Polizisten auf ihn warten. Es ist immer besser, zu dritt zu sein, mehr Überblick zu haben, ne? Wenn er ein Straftäter ist, dann ist immer damit zu rechnen, dass er relativ schnell die Flucht ergreift. Juliane Koch hat den Verdächtigen durch die Scheibe erkannt. Schönen guten Tag, die Bundespolizei. Verstehen Sie uns? Können wir mal ein Stück zur Seite gehen, bitte? Ja. Ob der Mann der gesuchte Täter ist? Obwohl die Zahl der Verbrechen zuletzt leicht gesunken ist, haben Beamte in Leipzig mit viel Kriminalität zu kämpfen. 72.000 Straftaten wurden 2018 registriert. Auf 100.000 Einwohner sind das fast doppelt so viele wie im Bundesschnitt. Östlich des Bahnhofs liegt die Eisenbahnstraße. Sie gilt als eine der kriminellsten Deutschlands. Seit 25 Jahren arbeitet Katrin hier als Taxifahrerin. Sie ist auf dem Weg ins Problemgebiet. Das ist die Eisenbahnstraße. Das ist der Osten von Leipzig. Also der Anfang vom Osten. Es geht natürlich noch ein Stück weiter raus und dann wird nicht ganz so bunt. Für Katrin hat dieser Zustand einen bestimmten Grund. Es liegt einfach daran, dass die Eisenbahnstraße halt fest in ausländischer Hand ist. Also dort hat ein Dönerladen nach dem anderen. Das ist also von Ausländern quasi okkupiert, will ich jetzt schon mal sagen. Die 2 Kilometer lange Eisenbahnstraße führt durch die Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf. Katrins erster Fahrgast ist ein älterer Herr. Er lebt im Süden der Stadt, im beliebten Stadtteil Kornewitz. Mit dem Taxi macht er regelmäßig seine Einkaufstour. Es ist ganz schrecklich. Ich habe nicht mal einen Hut auf. Normalerweise verlasse ich das Haus nicht ohne Hut. Auch er kennt die Geschichten um die Eisenbahnstraße. Deshalb fühle ich mich auch in der Südvorstadt und in Kornewitz gut aufgehoben. Gut aufgehoben. Ja. Ich glaube, ich verstehe, was Sie damit sagen. Körperverletzungen und Drogendelikte haben die Eisenbahnstraße in Verruf gebracht. Für Katrin ist klar, warum. Rund 2/3 der Bewohner haben hier einen Migrationshintergrund, mehr als anderswo in Leipzig. Ja, du siehst hier auch die Autos, die fahren. Ne? Das sind ganz wenig deutsche Menschen, die da drinnen sitzen. Alles bloß Ausländer. Man könnte doch denken, wo ist hier
Nicht in Leipzig, nicht in Deutschland, sondern da, hier sind wir Deutschen zu Gast auf der Straße. Seit Herbst 2018 gilt hier ein Waffenverbot. Ein paar hundert Meter weiter am Hauptbahnhof befragt die Polizei derweil den vermeintlichen Straftäter. Wir haben einen Bürgerhinweis bekommen, dass eventuell jemand hier in dem Zug sitzt, der eine Straftat begangen hat, auf den ihre Personenbeschreibung passt. Während die Beamten mit dem Mann sprechen, fragt Juliane Koch die Personalien in der Polizeidatenbank ab. Heinrich, Martha. Genau. 22. Die Polizistin wartet auf die Antwort. Der Mann ist sich keiner Schuld bewusst. Nichts, ich hab nichts gemacht. Nur Kontrolle, ja. Nur Kontrolle. Er verhält sich überraschend ruhig und lässt die Kontrolle über sich ergehen. Dann meldet sich die Zentrale. Ja, das deckt sich mit den Angaben auf dem Aufenthaltszettel. Der ist vielstämmiger hier, ne? Dieser Mann ist nicht der Gesuchte. Danke. Alles gut. Alles gut. Danke, einen schönen Tag, okay. Wir konnten der Person habhaft werden, ne? Das ist schon mal erst gut. Ein kurzer Vergleich mit dem Bild ergab, dass es sich nicht um die Person handelt, die wir jetzt suchen. Da es keine weiteren Hinweise gibt, wo sich der Gesuchte aufhalten könnte, übernehmen Juliane Koch und Mirko Binner den nächsten Fall. Oft geht es dabei um Rauschgift. 2708 Drogendelikte wurden in Leipzig 2018 gemeldet, 110 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Drogentoten hat sich verdoppelt. Taxifahrerin Katrin ist auf dem Weg zu ihrem nächsten Auftrag, mitten im Neustädter Viertel. Ihr Ziel, die Eisenbahnstraße, hinein in die Waffenverbotszone. Die hält Katrins nächster Fahrgast, eine junge Frau, für nötig. Jetzt bei uns in der Straße direkt ist jetzt seit anderthalb Jahren eine Shisha-Bar und da gibt es seitdem jetzt nur noch Stress abends unten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also es gab schon zwei Schießereien, eine Messerstecherei, einen Messerangriff und ja. Vorfälle, die bei vielen Leipzigern Entsetzen verursachen. Trotz Waffenverbots, für Taxifahrerin Katrin steht schon fest. Eigentlich, glaube ich, ist hier in dem Gebiet der Zug abgefahren, um noch irgendwas machen zu können. Ich glaube, das hat man verpasst. Ob jetzt bewusst verpasst oder aus... Es gibt ja verschiedene Gründe, die dazu sowas führen können. Tagsüber finden sich in den Straßen Zeugnisse dessen, was sich vor allem nachts abspielt. Das schlimmste Ereignis waren zuletzt diese Krawalle in der Nacht zum 10. Juli. Selbst mit 10 Einsatzwagen gelang es der Polizei nur mit Mühe, in der Eisenbahnstraße die Kontrolle zurückzugewinnen. Aktivisten errichteten Barrikaden und lieferten sich Straßenschlachten mit den Beamten. Bevor in der Eisenbahnstraße im letzten November das Waffenverbot erlassen wurde, waren dort 600 Straftaten registriert worden innerhalb eines Jahres. Rund um die verrufene Meile leben Zehntausende Leipziger. Einer von ihnen ist Robert Bayer. Er betrieb hier ein Versicherungsbüro und engagiert sich heute bei einer Nachbarschaftshilfe. Es war mal in der Historie, war das mal die Ernst-Thälmann-Straße. Und das war mit die größte Einkaufsstraße in Leipzig. Und was übrig geblieben ist, ist nur noch die geografische Länge. Und die Vielfalt und das Angebot von dem Handel her ist drastisch zurückgegangen. Deswegen kümmert sich seine Initiative Lokmeile seit fast 20 Jahren um den Zusammenhalt unter den Nachbarn und um die Sorgen der Menschen, die hier schon länger wohnen. Guten Tag. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ja. Wie ist Ihr Name? Bayer. Zech. Ja, ich weiß. Wir haben ja zum Neustädter Frühstück miteinander gefrühstückt. Ja, Shisha-Bars haben wir genug. Und da kannst du auch zugucken, wie die weißen Tütchen verteilt werden. Und wie die Rollen Geld, was weiß ich, wie viel hier gerollt werden kann. Da hätten sie heute mal 3:45 früh an die Ecke kommen können. Echt? Hermann Liebmann, Eisenbahnstraße. Da hätten sie noch ein bisschen Techno-Party gehabt. Ah. Christa Zech und Brigitte Richter leben seit DDR-Zeiten hier. Der Wandel, den das Viertel durchläuft, überfordert sie. Der eine, der vorige Woche hier bei Aldi lag, blutüberströmt, hat nicht ausgesagt und hat keine Anzeige erstattet. Das waren fast über 100 Mann, die sich dort gewartet haben. Die Polizei kam nicht, die daneben stehen und davor ihr Auto haben. Ne? Die kamen aus der Innenstadt und dann war alles verschwunden und alles ruhig. Es war nichts. Ja. Die sagen nicht untereinander aus. Die verpetzen sich nicht, wenn sie verbluten dabei. Auch am Leipziger Hauptbahnhof gibt es ein Problem.
Einsatz für Juliane Koch und Mirko Binner und ihre Kollegen von der Bundespolizei. Diesmal vor einer Bank. Der Herr hat sich hier längere Zeit vor der Filiale, dann in der Filiale aufgehalten. Die Kunden der Bank haben sich belästigt durch ihn, weil er sich immer hinter den Automaten platziert hat und es sein konnte, dass er private Daten dort erfassen wollte und dann auch nutzen. Die Polizisten befragen den Mann nach seinem Motiv, doch der antwortet nicht. Skurril, dass er einen Pulli mit Polizeiaufschrift trägt. Auf sein Herumlungern im Bankomatenraum hat die Bank schon reagiert. Jetzt wurde durch die Filiale ein Hausverbot ausgestellt und wir klären alles Weitere. Ein Dialog kommt nicht zustande. Der Mann gibt sich desinteressiert. Nach 15 Minuten greift die Polizei durch. Und wir fordern Sie jetzt auf, den Bahnhof zu verlassen, dass Sie den verlassen und sich in Richtung Stadtgebiet begeben. Okay? Dann tun wir das jetzt mal. Sichtbar unwillig folgt der Mann den Anweisungen. Deshalb will Mirko Binner sehen, ob er das Gebäude wirklich verlässt. Hier lang, junger Mann. Da geht's aus dem Bahnhof raus. Wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Ich hab dir doch gesagt, Sie möchten bitte den Bahnhof verlassen. Die, alle diese. Ich. Ja? Der Mann spricht plötzlich Deutsch. Doch kommunizieren will er trotzdem nicht. Ich hoffe, dass er jetzt verstanden hat, was ich ihm gesagt habe, dass er aufgrund des Hausverbots den Bahnhof bitte verlassen möchte. Jetzt geht er aus dem Bahnhofsgebäude, bleibt aber direkt davor stehen. Er scheint die Sache nicht so richtig wahrnehmen zu wollen, weil er nach wie vor verweilt und meiner Aufforderung nicht nachgekommen ist. Ich hoffe, dass der Mann jetzt verstanden hat, was ich ihm gesagt habe. Ne? Weitere 2 Stunden steht er vor dem Bahnhof. Verboten ist das nicht. Wenige 100 Meter weiter schickt man niemanden weg, der Hilfe benötigt. Hier hat das Sozialprojekt von Gabi Edler seinen Sitz, Straßenkinder e.V. Die 76-Jährige kümmert sich vor allem um Obdachlose. Dazu gehören auch Essenslieferungen an die Bedürftigen. Ich mache jetzt 30 Jahre das alles. Und ja, ich hätte das mal nie gedacht, dass ich noch so lange arbeite. Hallo, ich komme. Gut, bis gleich. Hurra, ja, genau. Bis gleich. Tschüss. Im Männerwohnheim wird Tante E, wie man die resolute Helferin überall nennt, schon ungeduldig erwartet. Denn die Lebensmittelspenden aus Gastronomie und Handel sind oft die einzigen Mahlzeiten für die Menschen ohne Bleibe. Will hier jemand was, oder? Immer. Konrad, wo bist denn du? Ich bin doch schön da. Ja, du bist da, lüge doch nicht. Tante E drängt zur Eile, sie muss auch noch andere Wohnheime beliefern. So, bist du fertig? Gut. Du hast deine Füße gewissen. Ja. Scherzen mit Gabi ist für Jens fast genauso wichtig wie die Lebensmittellieferung. Man kennt sie ja nun schon, die ist ja nun schon eine Institution in Leipzig. Also, und wir haben das Glück, dass wir sie auch privat kennenlernen hier. Nee, ist schon eine gute. Deswegen schaut Tante E auch immer noch mal persönlich nach ihren Schützlingen. Mehrmals wöchentlich liefern 4 Mitarbeiter und Tante E ihre Lebensmittelspenden aus. Der Bedarf wächst. Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen. Sehr wichtig, das haben Sie doch gerade gesehen. Wahrscheinlich hätten die Leute sonst kein frisches Brot oder halbfrisches Brot, sagen wir mal so, dass wir das andere wegschmeißen. Das wird halt immer noch. Wichtig, sehr wichtig. Das sind sehr wie die Schlachter. Und los geht dann mit mir, wenn dann der Kuchen vorkommt oder so, wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Wir sind jetzt noch da, ja? Ja, weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Du auch. Da wären wir Freunde. Vor allem jungen Menschen hilft Tante E. Sie geraten besonders leicht auf die schiefe Bahn und landen in der Obdachlosigkeit. Weil die Eltern meistens laufen oder drogen oder irgendwas. Oder manche Mutter hatte auch noch einen Kerl, da gab es die Ader, da hauen die ab. Ist nun mal so, nicht überall ist alles in Ordnung. Das gilt auch für den Hauptbahnhof. Hier taucht der trotzige Mann aus der Bankfiliale plötzlich wieder auf.
Ja, wir haben gerade eine telefonische Mitteilung bekommen von der Filiale, in der wir gerade eben waren, dass die Person, mit der wir gerade zu tun hatten, wieder da ist, trotz Hausverbot, das ihm gerade eröffnet wurde. Und deswegen gehen wir jetzt dahin. Der Mann hat nicht nur gegen den Platzverweis der Polizei verstoßen, sondern auch gegen das Hausverbot der Bank. So, Hausfriedensbruch jetzt in dem Sinne, ne? Platzverweis nicht nachgekommen. Schon bei der ersten Begegnung war der Mann schwer einzuschätzen. Jetzt rechnen sie mit Widerstand. Guten Tag. Bleibst du bei ihm draußen? Bleibst du bei ihm draußen? Ich gehe mal kurz rein und frag mal. Wir hatten uns doch miteinander verständigt. Hallo. Ich rede mit Ihnen. Na? In anständiger Form. Sie sollten den Bahnhof verlassen und wenn Sie keine Reiseabsicht haben, auch nicht mehr betreten. Wie ist zur Polizei hier? Wie bitte? Ja, Polizei. Ja, hier ist die Polizei, richtig. Also, Sie begehen eine Straftat damit, ne? Paragraph 123, Hausfriedensbruch. Sie werden beanzeigt, Ihre Personalien sind uns bekannt. Wohnanschrift war okay. Verstehen Sie uns? Do you understand us? Or is better in English? If you want to, you can call a lawyer. How many cases I see? Pardon me? How many cases I see? Now it's one case. No, it's not one case. This is second. The second, yeah. Now it's one case, one crime. Hausfriedensbruch, we call it in Germany. Die Beamten kennen Fälle, wo traumatisierte oder verwirrte Menschen renitent wirken, aber eigentlich Hilfe brauchen. Die Oberkommissarin versucht es noch einmal. Ihr Aufenthaltstitel läuft übermorgen aus. Wissen Sie das? Dass Sie zur Ausländerbehörde gehen müssen? Haben Sie schon eine neue Duldung beantragt? Neuen Aufenthaltstitel? Ihr Aufenthaltstitel läuft aus. Ab übermorgen sind Sie unerlaubt in Deutschland. You stay illegal here. Was immer der Mann im Bahnhof vorhatte, heute wird es nicht geschehen. Nach weiteren 10 Minuten haben die Beamten der Bundespolizei genug und schicken ihn erneut aus dem Bahnhofsgebäude. Für mich stellt er sich dar, er ist nicht alkoholisiert. Er ist nicht, dass er den Eindruck macht, unter Drogen zu stehen. Er wirkt vielleicht etwas hilflos, aber er hat ja den Sachverhalt insoweit verstanden. Er kann ihn leider nicht nur akzeptieren. Ne? Warum er immer wieder in den Bahnhof zurück will, bleibt ein Rätsel. Mehr können wir jetzt in dem Zusammenhang nicht machen. Wir können nicht jeden einzelnen Ausländer zu seiner zuständigen Ausländerbehörde bringen. Da sind uns als Bundespolizei auch die Hände gebunden. Beim Straßenkinderverein von Tante E herrscht fast jeden Tag Betrieb. 364 Tage im Jahr. Hier können sich Obdachlose duschen, Wäsche waschen und sie bekommen etwas zu essen. Dafür sorgen 4 Mitarbeiter. Um die Lebenshilfe kümmert sich Gabi Edler persönlich. Diese Berufung hat die frühere Straßenbahnfahrerin nach der Wende für sich entdeckt. Wo ich wohne, wurde gebaut. Und das war früher eine Wiese. Und da war, auf der Wiese stand ein Abrisshaus, ein kleines. Und da drinnen waren immer welche, haben geschlafen. Und die habe ich dann zu mir rübergeholt. Ich habe auch bloß 56 Quadratmeter. Matratze an Matratze. Und da kamen dann meine Kollegen, die mich besucht haben, wo ich krank geworden bin, in der Erkältung. Da haben die gesagt, was ist bei dir los? Da habe ich gesagt, dass die im Winter bei mir sind. Und da haben die gesagt, da müssen wir einen Verein gründen. Wir hätten es doch gar nicht gewusst. Es war doch alles neu. Der Verein existiert seit 2003. Inzwischen hat ihr Engagement weit über Leipzigs Grenzen hinweg Anerkennung und finanzielle Förderer gefunden, darunter auch zahlreiche Prominente. Wer kennt ihr denn? Howard Carpendale. Und ein internationaler VIP. Das hier ist die Schwester von Obama. Die hat mich erlebt und alles. Da kommt die immer, wenn die in Deutschland ist. Hat sie angefreundet, haben wir uns da alle beten. Das Haus Tante E ist für viele zur wichtigen Anlaufstelle geworden. Einige, denen das Leben hart mitgespielt hat, kommen regelmäßig. Zum Beispiel Mario. Der Leipziger bezieht jetzt seinen Stammplatz vor einer Bank. Seit seiner Jugend lebt der 32-Jährige auf der Straße. Seit 14 Lebensjahren. Letztens hat mich auch schon jemand gefragt, warum ich das mache. Ich sage, naja, weil ich alles verloren habe. Vater tot, Ex-Frau weg, Kind tot. Oh, das tut mir alles leid. Auch, ich hatte einen Hund gehabt, der ist leider auch gestorben.
An Krebs. Ja. An glücklichen Tagen bekommt er rund 30 Euro zusammen. Dankeschön. Schönen Abend noch. Na, Wendt. Kommt leider nicht so mit. Macht nichts. Trotzdem noch einen schönen Abend. Gibt's so. Dankeschön. Wenn Sie hier rein wollen, einfach hier bloß die Karte rein. Mit einer Glitzstreifen unten rechts. Mein Sohn und Mann haben sie an den Bremsschläuchen rumgemerkt. Am Moped, ohne Helm, ist er halt vor der Hauswand gefahren. Und diesen. Und das war letzte Woche Sonntag mit 17 Jahren. Das ist wie so ein Boden, der unter dir aufgerissen wird. Wie so ein Abgrund, das immer weiter und weiter und weiter runterfällt. So kam ich mir vor. Und die anderen, da habe ich das gesagt, dass halt mein Sohn gestorben ist, sagen sie, ja, wir passen auf dich auf. Ja, Apfel ist immer gut, Digga. Kleine Gesten des Mitgefühls. Okay, ich bin weg. Ciao. Danke für deinen Apfel. Ein Apfel. Ich krieg auch gerne hier Essen rausgebracht von Rewe oder was zum Trinken. Ich sage auch Dankeschön. Nicht so wie andere sagen halt, ja, nee, nimm mal nicht an. So ist das halt. Ja, die kennen mich alle. Mirko Behner und Juliane Koch müssen nun zu einem Einsatz im Norden Leipzigs. Die Bundespolizei ist für das gesamte Bahngelände im Stadtgebiet zuständig. Wir haben gerade die Information bekommen von einer Bahnbaustelle in der Gipsbergstraße, dass eingebrochen wurde. Und wir schauen uns jetzt an, was passiert ist. 15 Minuten dauert die Fahrt nach Leipzig-Mockau. Vor Ort erwartet die Bundespolizisten schon einer der Handwerker mit einem Schadensbericht. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, junger Mann. Mein Kollege, der Herr Böhme, hatte Sie angerufen. Hallo. Bei uns wurde jetzt über Nacht hier komplett alle Container aufgebrochen. Dass Sie uns komplett die ganzen Container schneiden, die uns oben und unten auf. Und dann am Ende, ja, machst du auf und dann können Sie rein, können Sie machen, was Sie wollen. Ihr wart jetzt schon drin, quasi? Wir hatten in den einmal kurz reingeirrt. Ja. Mit dem Ellenbogen. Hier vorne standen etliche Kabelbunde, das ist jetzt alles weg. Nicht der erste Einbruch in der Gegend. Laut den Arbeitern kommt es fast wöchentlich zu Vorfällen dieser Art. Die Masche der Diebe, ausspähen, Schlösser checken, zuschlagen. Ja, also gestern haben wir es festgestellt und in der Nacht davor muss es passiert sein. Gestern war der 7. Also genau, also in der Nacht vom 6. zum 7. 6. 7. die ersten Versuche? Ja. Auch hinten die Kollegen, die Lärmschutzwand stellen, die hatten gestern ein Fahrzeug gesehen. Das war ein Kombi, da hatten sie sich vorsichtshalber auch direkt das Nummernschild aufgeschrieben. Das war ein polnisches Kennzeichen. Und die sind wirklich sehr, sehr langsam am Container vorbeigefahren. Und einer hatte auch die ganze Zeit immer reingeschaut. Das Diebesgut? Leitkabel mit dem begehrten Kupferkern. Verkaufspreis pro Meter bis zu 3 Euro. Insgesamt ein Schaden in vierstelliger Höhe. Das ist ja alles neues Kabel im Endeffekt. Das wären, ich schätze mal, zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Mirko Binner nimmt die Ermittlungen auf. Zurück in den Leipziger Osten zur Eisenbahnstraße, früher die Einkaufsmeile des Viertels. Heute gibt es hier viele Dönerbuden und Shisha-Bars. Zu den alteingesessenen Läden zählt noch das Optikergeschäft von Volkmar Maul und seiner Tochter. Was ist das? Ach, der Bügel. Ja, also da müssen wir hier. Das müssen wir hier. Ja. Der Kontakt ist erstmal gut. Wir haben manchmal natürlich eine sprachliche Barriere, ne? Aber ja, manchmal bringen auch welche Übersetzer mit und da finden wir eigentlich immer eine Lösung, dass wir da auch zusammenkommen. Ne? Der Kundenstamm umfasst auch waschechte Leipziger wie Nachbarin Brigitte Richter. Sie kommt schon seit Jahrzehnten zu Volkmar Maul. Heute hat sie Probleme mit ihrer Leselupe. Nehmen Sie mal Platz. Hier, ich weiß es ja. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, woran es liegt. Aber Sie hatten doch da einen Garantieschein, ne? Also das muss alles hier drin sein, weiß ich da nicht. Ich bin schon ein paar Mal gestopft, aber immer glücklich, wenn man ein bisschen sich vorbereitet, dass man hinfallen kann. Die kommen und helfen mir schnell auf die Beine. Das, ja. Wenn man natürlich gerade vor so einer Shisha-Bar hinfällt und die sitzen da und grinsen, ist auch nicht angenehm. Aber die jungen Leute sind eigentlich alle hilfsbereit. Das in der Straßenbahn ist es jetzt schwierig. Die Madgas verstehen ja nicht, was man will, wenn ich mich hinsetzen will. Jetzt geht's wieder. Die Akkus sind runter. Ich habe jetzt die hier reingemacht. Ja. Volkmar Maul hat den Laden vor über 30 Jahren von seinem Vater übernommen. Er engagiert sich in einem Nachbarschaftsverein, der die Straße wieder attraktiver machen will.
Auch seine Tochter hat er überzeugt, in seine Fußstapfen zu treten. Meine größte Freude ist natürlich, dass meine Tochter das weitermacht. Und dass jetzt in dritter Generation die Firma weiter besteht. Und jetzt nach 80 Jahren kann ich dann noch 100 kommen. Tschüss. Tschüss. Brigitte Richter besucht noch ihre Freundin Christa Zech von nebenan. Die beiden Damen leben schon lange in der Eisenbahnstraße und haben die Entwicklung des Viertels miterlebt. Auch die Schlagzeilen über die Kriminalität. Also sowas gibt es natürlich in dem Viertel, aber ich möchte diese Wohnung nicht missen. Die Wohnung ist wirklich ganz toll hier und dann nehme ich das Umfeld in Kauf. Nach der Wende gab es hier viel Leerstand. Doch mit dem Zuzug junger Leute auch aus dem Westen hat sich das geändert. Für die zwei sind das durchaus positive Entwicklungen. Mit der jetzigen Lage versuchen sie sich zu arrangieren. 5 Kilometer nördlich sich Herrn Mirko Binner und Juliane Koch von der Bundespolizei Einbruchsspuren. Diebe haben mehrere 100 Meter Kupferkabel mitgehen lassen. Die Sache hat System. Wir haben auf manchen Strecken 6-mal Kabel gezogen. Am nächsten Tag kommst du hin und das Kabel war weg. Naja, auch als Monteur drückt das ja dann auch auf die Stimmung, wenn man weiß, naja, man hat gestern in 9 Stunden quälender Arbeit bei Sonnenschein die Kabel reingezogen und dann guckst du zu den Schächten, auf einmal fehlen da 600 Meter Kabel. Ihr könnt sie ja eventuell pinseln. Ich sag mal, wenn sie keine Handschuhe aufgehabt haben, ne, dann wäre es ja durchaus möglich, dass man hier irgendwo was finden könnte. Ja, ne? Ja. Auch in Container von anderen Unternehmen wurde in den letzten Monaten vermehrt eingebrochen. Ja, der Öffnungsvorgang ist natürlich verlockend. Hier stehen Baucontainer, die ab 15.30 Uhr augenscheinlich nicht mehr gesichert werden. Es wurde ja auch schon voraufgeklärt, wie man die Schlösser knacken kann. Wurde probiert 2 Tage vorher. Und dann ist es natürlich ein leichtes, wenn man weiß, wie die Container aufgehen, das Material da rauszuholen. Die Diebe gehen dabei immer professioneller vor und bringen das entsprechende Werkzeug mit. Denn die Schlösser wurden nicht aufgeknackt. Stattdessen hat man den ganzen Schließmechanismus ausgehebelt. Was, wie hoch war jetzt der Schaden? Ungefähr 2 bis 4? 2 bis 4, sagt er. Viele Spuren haben die Täter allerdings nicht hinterlassen. Wir haben jetzt die ersten Daten gesammelt. In dem Rahmen der Ermittlungen sind jetzt noch Dinge bekannt geworden, die es erforderlich machen, jetzt unseren Ermittlungsdienst hinzuzuziehen. Das wird in Kürze geschehen. Für Juliane Koch und Mirko Binner ist dieser Einsatz beendet. Als nächstes kommen die Kollegen von der Spurensicherung an den Tatort. Im Osten von Leipzig, dort wo die berüchtigte Eisenbahnstraße liegt, ist die Gegend als Drogenumschlagplatz verrufen. Kein idealer Ort für Jonas, denn er hatte jahrelang damit Probleme. Rauschgift wurde ihm zum Verhängnis. Die schlimmen Erfahrungen haben ihn zutiefst geprägt. Mit 12 bin ich hergezogen und mit 13 hatte ich halt schon mit Drogen zu tun gehabt. Und seitdem ist halt auch mein Leben bergab gegangen. Ich habe die Schule nicht mehr gemacht. Dann habe ich angefangen mit Alkohol. Und mit 14 hatte ich auch meinen ersten Absturz gehabt, dass ich mit 3,4 Promille ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil ich im Koma lag. Jonas fand in seinem Umfeld keine professionelle Unterstützung, um ihn aus der Abwärtsspirale herauszuholen. Schließlich wusste sich auch die Familie nicht mehr zu helfen. Meine Mutti, die hat mich mit 16 rausgeworfen, weil sie gemerkt hat, dass ich halt mit Drogen deale. Sie hat dann das halt alles im Klo runtergespült, dadurch habe ich halt Schulden bekommen. Ich habe weiter gedealt, ich habe Leute beklaut. Ich habe sogar Freunde beklaut, nur damit ich an Kohle komme. Ich wollte mir auch deswegen halt schon das Leben nehmen. Das hat meine beste Freundin zum Glück auch verhindert, indem sie halt vor mir angefangen hat mit Heulen und ich halt gecheckt habe, was ich alles falsch gemacht habe. Dieser Moment und das Eingeständnis seiner Fehler waren der erste Schritt, den verhängnisvollen Weg zu verlassen. Die frühen Jahre sind unwiederbringlich verloren, das weiß der 23-Jährige.
Doch inzwischen hat Jonas Hilfe gefunden, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und zwar in der Eisenbahnstraße. Für ihn ein Ende und ein Neuanfang zugleich. Dass das ganze Areal zur Waffenverbotszone erklärt wurde, hat viele Bürger mobilisiert. Weil die Kriminalität in dem Viertel sogar geringer ist als im Zentrum, sehen einige in dem Verbot den bewussten Versuch einer Stigmatisierung, der Stigmatisierung eines Multikulti-Viertels mit hohem Ausländeranteil. Anwohnerin Lisa und ihre Freunde wollen dagegen vorgehen. Lisa. Hallo. Hallo. Na, hast du alles dabei? Ja. Wir können auf jeden Fall Sticker mitgeben. Das sind Informationen zur Waffenverbotszone in Arabisch. Vielleicht nimmst du das auch am besten gleich. Ja. Und das ist, wie umgehen mit Polizeigewalt in Türkisch und Englisch. Okay. Das Waffenverbot gilt noch bis November 2019. Die Studentin will eine Verlängerung verhindern. Denn für sie ist die Umgebung der Eisenbahnstraße ein ganz normales Viertel. Das ist hier mein Lebensmittelpunkt. Und ich finde, an dieser polizeilichen Maßnahme, dieser Einrichtung der Waffenverbotszone, kommen ganz viele Probleme zusammen, die so dieses generelle Unrechtsgefühl, Ungerechtigkeitsgefühl, was ich habe, so vereinen. Ich sehe, dass Menschen, die sowieso schon benachteiligt sind, also Migrantinnen und Migranten oder eben arme Menschen, dass die durch diese polizeiliche Maßnahme noch weiter kriminalisiert und noch weiter benachteiligt und ausgegrenzt werden. Doch nicht jeder im Kiez teilt diese Meinung. Hallo. Hey. Entschuldigung. Können wir dir einen Flyer mitgeben? Genau, hier geht es um die Waffenverbotszone. Willst du uns vielleicht erzählen, was du davon hältst, wie du das findest? So? Also ich finde es super, wenn es auch mal so Kontrollen gibt, wenn die mal kontrolliert werden. Weil ich habe selber Kinder, die spielen hier. Und vor zwei Jahren waren es, glaube ich, so hier, dass hier geschossen wurde, und finde ich nicht okay. Weil hier ist auch eine Schule, hier spielen sehr viele Kinder. Ich finde es einfach super, dass es immer so mehr Kontrollen gibt. Es sollte sogar noch mehr sein. Ja, wenn wir Menschen hier ansprechen, ist es oft so, dass Leute erstmal sagen, ist doch gut, dass Waffen verboten sind, ist doch gut, dass die Polizei hier ist. Und dann sagen wir, ja, es ist gut, dass Waffen verboten sind, das finden wir auch. Aber die Waffenverbotszone, da geht es nicht darum, dass Menschen hier andere Menschen nicht verletzen dürfen, sondern die Polizei bekommt eine enorme Eingriffsbefugnis in die Privatsphäre von Menschen. Und das finden wir nicht gut. Auslöser für das Verbot war die Gewalt in der Eisenbahnstraße. Doch damit kommen viele Bewohner des Viertels nicht in Berührung. Julia hat ganz andere Probleme mit Kontrollen durch die Polizei. Wohnst du hier in der Nähe oder hältst du dich hier oft auf? Direkt hier, gleich in der nächsten Seitenstraße, hinter der Waffenverbotszone tatsächlich. Okay, also bist du auch jeden Tag damit konfrontiert, mit polizeilicher Präsenz? Und auf jeden Fall. Der Weg zum Kindergarten führt da durch, da fängt es schon an. Es wirft viele Fragen auf. Hm. Das Problem ist halt, letztes Jahr ist mein Sohn in die Schule gekommen. Ja, wir wohnen nicht in der Waffenverbotszone, er muss auch auf seinem Weg nicht direkt durch. Aber man muss halt dann am Anfang natürlich für den Werkunterricht eine Schere mitbringen. Hm. Wie sieht's da aus? An die Bastelschere haben die Politiker wohl nicht gedacht, aber auch die ist hier und jetzt tabu. Auch Anna aus Halle ärgert sich über solche Verbote. Also ich fühle mich überhaupt nicht unsicher, ich fühle mich hier total wohl. Mir gefällt es total gut, dass hier so viele Leute aus verschiedenen Ländern wohnen. Und also ich fühle mich nicht bedroht oder irgendwie dadurch. Ich habe es gewusst, als ich hergezogen bin, dass es den Ruf gibt. Aber wir haben uns die Gegend auch bewusst ausgesucht. Wir haben nur nach Wohnungen hier geguckt, weil wir eben genau dieses bunte Gemischte haben wollten. Zurück zum Hauptbahnhof. Hier setzen die Bundespolizisten Juliane Koch und Mirko Binner ihre Streife fort. Vor dem Westeingang fällt ihnen eine Frau auf. Guten Morgen, haben Sie ein Ausweisdokument dabei? ID-Karte, haben Sie eine dabei? Ein Ausweis? Irgendwas dabei, irgendein Dokument. Die Asiatin wirkt verwirrt, vielleicht sogar krank. Ausweisen kann sie sich nicht. Deshalb entscheiden die Bundespolizisten, sie zu durchsuchen. Wir kontrollieren jetzt gerade eine Person, versuchen, die Identität festzustellen. Es gestaltet sich ein bisschen schwierig, weil sie keine Ausweisdokumente dabei hat und wir sie ganz schlecht verstehen können. Jetzt schauen wir in ihren Taschen nach, ob wir irgendein Ausweisdokument oder irgendeinen Namen von ihr auffinden können. Verstehe ich nicht. So, haben Sie irgendein Dokument in Ihren Taschen? Papiere? Zeigen Sie mal Ihre Taschen. Tasche.
Juliane Koch sucht alle Taschen nach Hinweisen auf Name, Reiseziel oder Adresse ab. Irgendein Dokument, das ihnen weiterhilft. Wir haben sie schon häufiger hier am Bahnhof gesehen, aber zu den Personalien kann ich jetzt nichts sagen. Und da es sich nicht um eine deutsche Staatsbürgerin handelt, des äußeren Anscheins nach, kann es sich hier natürlich um einen unerlaubten Aufenthalt handeln. Einen Ausweis findet die Bundespolizistin nicht, dafür aber ein Busticket mit dem Namen der Frau. Na, da haben wir doch was, oder? Was genommen hat. Richtig? So, Geburtsdatum? Lenz, wann sind Sie geboren? Date of birth? Schreiben Sie, gut. Mit diesen Informationen lässt Mirko Binner die Personalien überprüfen. Die Leitstelle hat Zugriff auf die Datenbank und kann zumindest Eckpunkte klären. Der Reisepass ist nicht abhanden gekommen. Das ist das Einzige zur Person. Das ist alles frei, wie gesagt, bestand. Frag mal nach dem Aufenthaltsstatus, ob das jetzt noch bestehend ist oder ob das abgelehnt wurde. Kannst du bitte mal den Aufenthaltsstatus noch mal prüfen? Ist sie noch legal in Deutschland? Die Frau kommt offenbar aus Vietnam und sie hatte bereits in der Vergangenheit wegen ihrer Aufenthaltsgenehmigung mit der Polizei zu tun. Ja, sie ist, für sie ist Information, Hintergrund 7.5.2017, unerlaubter Aufenthalt, Inkonsequenz, Anlaufbescheinigung. Jetzt prüfen wir mal, ob die Waffe unterwegs war. Ja, sagen wir, wir haben einen Teilerfolg, ne? Das, was ich eigentlich vermutet habe, es gibt eine Anlaufbescheinigung vom Mai für die ABH. Die Elst ist jetzt gerade dabei, das zu prüfen, ob sie der Aufforderung nachgekommen ist. Ausländerbehörde Leipzig, waren Sie? Was? Haben Sie sich bei der Ausländerbehörde gemeldet? Ich bin nicht Deutscher. Ja, Sie verstehen mich doch. Ausländerbehörde, waren Sie da? Kann ich nicht Deutscher. Ob die Frau in dieser Situation einfach nur abblockt oder ist sie überfordert und versteht tatsächlich kein Deutsch? Die Beamten geben nicht auf. Waren Sie schon einmal bei der Ausländerbehörde? Kann ich nicht Deutscher. Na, du verstehst mich doch mal. Probier mal. Hast du... Kann ich nicht Deutscher. Keine Ausweis. Du hast keinen Ausweis, das weiß ich ja. Aber warst du schon mal bei der Ausländerbehörde? Weißt kann du was? Kann ich nicht Deutscher. Kannst du nicht Deutscher. In Ansätzen ist es ja auch zu hören, dass er auch versteht, was die Ausländerbehörde bedeutet. Ne? Sie hat da nur sicherlich Angst, weil sie nicht genau weiß, was die Maßnahmen der Ausländerbehörde bedeuten. Ne? Ich brauche Dolmetscher, übersetzen. Warum? Ich brauche Hilfe. Hilfe brauchen Sie? Ja. Wobei brauchen Sie Hilfe? Also wie man hört, kann sie ja doch Wobei recht gut Deutsch. Sie Hilfe? Kann ich nicht Deutscher. Ja, Sie müssen mir schon sagen, warum Sie Hilfe brauchen. Kann ich nicht Deutscher. Ja, aber warum brauchen Sie denn Hilfe? Leipzig, Innenstadt. Mit seinen 23 Jahren hat Jonas bereits ein Leben am Abgrund hinter sich. Drogen, Diebstahl, Absturz. Ohne Hilfe hätte er es nicht geschafft. Genau diese Hilfe hat Jonas bekommen, bei Tante E und ihrem Verein für Straßenkinder. Hallo. Hi, na du, hast du dich verlaufen? Hä? Ja, ja. Und, alles okay? Bei mir ist alles super. Alles super. Damals, da hatte ich keinen festen Wohnsitz gehabt. Und ja, da brauchte ich dann halt auch irgendwann mal was zu essen. Und da hat ein Kollege vom Hauptbahnhof halt gesagt, dass ich herkommen kann. Und da hat er mich auch mal mitgenommen. Das war Jonas Einstieg in ein neues Leben. Denn Gabis Energie kann sich keiner entziehen. Sie hörte zu und drängte gleichzeitig darauf, der Vergangenheit den Rücken zu kehren. Arbeitsvertrag. Jetzt kann ich endlich da arbeiten, wo ich auch arbeiten wollte. Das ist doch gut, wenn du hier Wohnung gekriegt hast. Arbeit und Wohnung hast du hier. Ja, meine Wohnung habe ich seit Ende des Jahres. Und jetzt hast du noch Arbeit? Ja. Dann halt die fest. Ich werde mich auch echt anstrengen, dass ich da auch bleiben kann. Du weißt doch, das kriegst du nicht gleich wieder. Ja. Das weißt du ja, ne? Tante E hat viele Schicksale gesehen. Sie setzt auf Verständnis, ist aber auch resolut. Ich freue mich da immer. Ich bin da immer froh, dass es einer geschafft hat. Das weiß er doch. Es tut doch gut. Du kannst nicht alle retten, das geht gar nicht. Aber jetzt, wenn du ein paar hast, denen du helfen kannst. Die müssen ja auch wollen. Und das ist das Wichtigste. Zwingen kannst du die nicht. Wollen müssen sie.
dann ist Gabi auch bereit, sie mit aller Kraft zu unterstützen. Ja, ich bin auf jeden Fall dankbar dafür. Weil sonst hätte ich an manchen Tagen echt nichts zu essen. Und ja, es ist halt schon gut. Okay. Ja, ich hab alles. Gut, okay. Dann mach's gut, hä? Okay? Ja. Kommst du dann noch? Ja. Ich komm dann morgen wieder. Ja. Okay. Tschüss. Gut, tschüss. Für Momente wie diese öffnet Gabi Edler jeden Tag ihr Haus Tante E. Am Hauptbahnhof kontrolliert die Bundespolizei weiter eine Frau aus Vietnam. Es besteht der Verdacht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhält. Doch die Sprachbarriere macht eine Befragung unmöglich. Ja, das fragen wir sie ja die ganze Zeit. Und sagt sie uns die ganze Zeit, dass sie einen Dolmetscher braucht. Haben wir einen Dolmetscher für... Ist sie überhaupt Vietnamesin? Ja, ne? Gut, bis dann. Danke dir. So. Sie können jetzt mit uns zur Dienststelle kommen. Wir rufen einen Dolmetscher an. Aber ich bin nicht Deutscher. Ja, ich versuche es Ihnen ja gerade zu erklären. Ich kann kein... Ich kann Ihre Sprache nicht. Wollen Sie einen Dolmetscher, der mit Ihnen spricht? Was? Soll ein Dolmetscher mit Ihnen sprechen? Dolmetscher? Ja? Dann mit hochkommen. Die Kollegen haben inzwischen herausgefunden, dass die Vietnamesin bei der Ausländerbehörde bereits bekannt ist. Doch auch dort stand die Sprachbarriere im Weg. Die soll jetzt ein Dolmetscher überwinden. Ja, guten Morgen, hier ist die Bundespolizei, der Hauptbahnhof. Ich würde jetzt mal das Telefon auf laut machen. Ja. Damit sie mithören kann. Okay, also sie hört jetzt mit. Ja. Okay. Hallo. 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 Oh, cảnh sát, bắt em, họ bắt em, họ bắt em ký cái giấy ở đây này. Hallo? Ja, schau. Sie war schon bei der Ausländerbehörde. Sie können ja mal sagen, sie ist nicht unerlaubt in Deutschland. Sie ist bis zum 6.10.2019 ist sie erlaubt in Deutschland. Ihre Papiere dafür, ihre Fiktionsbescheinigung liegt bei der Ausländerbehörde in Leipzig. Die kann sie sich abholen. Ich dachte, sie war schon gestern bei der Ausländerbehörde. Und ihr wurde gesagt, sie ist nicht krank. Also braucht sie keinen Arzt, richtig? Sie braucht keinen Arzt. Nein. Das ständige Zittern der Frau ist also schon untersucht worden, ohne Befund. Sonst liegt nichts gegen sie vor. Ja, tschüss. Tschüss. So. Ich weiß nicht, kann ich nicht Deutscher. Die Frau hat es Ihnen doch gerade erklärt. Ausländerbehörde, dort ist Ihr Ausweis. Okay. Damit ist der Fall für die Bundespolizisten abgeschlossen. So. Ne? Gehen Sie zur Ausländerbehörde. Was die Dolmetscherin gesagt hat. Nein. Okay. Ja, dann nicht. Tschüss. Am Hauptbahnhof fahren die Züge im Augenblick nur eingeschränkt, und zwar aus Sicherheitsgründen. Denn an den Gleisen außerhalb des Geländes wurde eine Person gesichtet. Die Bundespolizisten Juliane Koch und Mirko Binner müssen das Gelände nun absuchen. Vielleicht haben die Arbeiter etwas gesehen? War auch rot gekleidet wie Sie, ne? Hatte er was Rotes an? Nee? Wie bitte? Ein wackerer Hund, sah der aus. Okay. Ungepflegt. Können Sie irgendeine genauere Angabe machen? Nein, lange Haare. Lange Haare. Die lange Haare. Aber nicht der, der hier wohnt, zufälligerweise. Das wissen Sie nicht? Wissen Sie nicht? Okay. Wir suchen ja gerade eine Person, die sich im Gleisbereich aufhalten soll. Und der Zeuge, der sich hier vor Ort befindet, hat angegeben, dass er eine Person gesehen hat mit längeren Haaren, die hier langgelaufen sein soll. Er hat es als Vagabund beschrieben. Jetzt schauen wir mal noch hier hinten, ob wir jemanden antreffen können. Eventuell könnte es sich um eine Person handeln, die hier in Bahnhofsnähe haust. Wenige Meter neben den Gleisen gibt es nämlich dieses außergewöhnliche Lager. Den Bundespolizisten ist der Bewohner bereits bekannt. Klopf, klopf. Hallo. Hallo Meister. Darf ich dich mal was fragen? Bist du gerade jetzt hier entlang, außerhalb von den Gleisen, hier lang hintergegangen? Außerhalb von den Gleisen? Ja. Da waren Sie jetzt nicht erbaut davon, sozusagen. Wer? Wir? Na, die das uns gemeldet haben. Aber es war ja außerhalb der Gleise, trotzdem Bahngebiet. Okay, ja, in Zukunft werde ich mich dran halten. Das ist schön. Weiß ich nicht, dass wir da nicht laufen. Na?
Zwischen diesem Schrott und Bergen aus Müll lebt Franz, ein gelernter Grafikdesigner aus Bayern. Er hat die abbruchreife Hütte besetzt und zu seinem Domizil erklärt. Also, das ist mein, ich nenne es gern Kabäuschen. Da wohne ich drin, ja, und seit über einem Jahr. Jetzt sind es ein Jahr und, glaube ich, 11 Tage. Ich fühle mich da sehr wohl und ich habe auch Gäste und Leute, die halt keine Bleibe haben für eine Nacht oder zwei, drei Nächte. Mache das gerne als Gastgeber, ja. Und die können bei mir auch essen, trinken, rauchen und was sie sonst noch so für Vorzüge haben, können sie bei mir machen. Denn das ist für mich hier ein kleines Stückchen freies Land. Und ich bin kein Freiherr, sondern ein Baron und mir steht sowas zu, würde ich sagen. Bescheiden, aber meins. Bescheiden wirkt auch das Innere der Behausung. Hier hat sich Franz häuslich eingerichtet. Und das mitten in Leipzig. Das macht wohl auch die Vielfalt der sächsischen Metropole aus. Für mich ist Leipzig deswegen attraktiv, weil Leipzig eine Stadt im Aufwind ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten, die total verkommen. Ja. Angesichts dieser Bilder vom Juli darf man allerdings bezweifeln, dass Leipzig anderen Städten weit voraus ist. Die Proteste entzünden sich hier immer wieder an Abschiebungen oder Polizeiwillkür. Die sächsische Landesregierung fürchtet nicht nur die Demonstranten, sondern auch die wachsenden Erfolge der AfD. Am Waffenverbot scheiden sich die Geister. Völlig überflüssig finden es die Anwohner Daniel und Lena. Hallo. Na? Hallo, Kalle. Also von den sozialen Konflikten bekommt man schon einiges mit. Also es gibt viele Leute, die betteln. Man wird auch auf der Straße häufig angesprochen. Hast du mal ein bisschen Cent? Und ja, man sieht es manchen Leuten auch an, dass sie zum Beispiel Drogenprobleme haben. Das bekommt man schon mit. Der 25-Jährige arbeitet beim Ostpassagentheater mit. Immer wieder organisiert er Proteste gegen die Waffenverbotszone an der Eisenbahnstraße, um den Ruf des Viertels zu retten. Hier, da geht halt irgendwie noch mehr. Da ist irgendwie das Leben, da gibt's noch Leerstand, wo man irgendwie auch Projekte verwirklichen kann. Heute Abend soll ein neues Projekt starten. Was ist das denn eigentlich für eine Aktion, die ihr da geplant habt? Wir haben so Schilder designt, in Anlehnung an die Waffenverbotenschilder. Aber die sind leer. Also da steht nur drauf verboten und dann so leere Piktogramme. Weil wir wollen damit irgendwie zeigen, dass eben diese Art, mit so Schildern zu kommunizieren, halt irgendwie hohl ist. 17 Uhr. Daniel und seine Künstlerkollegen wollen auf die Verbotszone mit einer Performance reagieren. Gleich geht's los. Hier ist dann ganz links hier auf dem Gewehr. Ja, also hier dann direkt? Ja, also daran links? Ja. Ja. Nee, einfach jetzt, ihr müsst euch drehen. In einem Rollenspiel wollen sie als Politiker verkleidet Wahlkampfslogans ad absurdum führen. Wir dürfen unsere Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sorgen und Ängsten nicht alleine lassen. Wir haben Menschen gehört, die in der Waffenverbotszone leben. Ihre und unsere Wahrnehmung ist, die Waffenverbotszone stigmatisiert unseren Kiez. Die selbst entworfenen Schilder sollen auf etwas Groteskes hinweisen. Waffen sind in Deutschland ohnehin verboten, auch ohne extra ausgewiesene Zone. Auf die Zone. Also die Idee im Hinterkopf ist, wenn Sie dann anfangen, die Sinnhaftigkeit dieser Schilder zu hinterfragen, dann ist unsere Hoffnung, dass Sie auch, wenn Sie dann die richtigen Schilder sehen, auch deren Sinnhaftigkeit hinterfragen. So wollen die Künstler erreichen, dass das Verbot über den November hinaus nicht verlängert wird. Wie sich das Schicksal der Stadt weiterentwickelt, das wird die Landtagswahl am 1. September mitentscheiden. Leipzig und seine Menschen werden dabei eine wichtige Rolle spielen.